Frankfurter grüne Soße, schnell und lecker. Die Zutaten, frische Kräuter, gibt's extra für die grüne Soße fertig abgepackt in jedem guten Supermarkt. 5 Eier, 400 Gramm Schmand, 600 Gramm saure Sahne, 3 Esslöffel Mayonnaise. Als allererstes die Eier 10 Minuten kochen, dann sind sie schön hart. Als nächstes alle Kräuter bis auf den Schnittlauch von den Stielen befreien, waschen und trockenschleudern. Falls ihr keine Salatschleuder habt, einfach mit dem Handtuch trocken tupfen. Die gewaschenen Kräuter werden nun fein gehackt und in eine Schüssel gegeben. Den Schnittlauch ebenfalls waschen, fein schneiden und in die Schüssel geben. Nun den Schmand, die saure Sahne und die Mayonnaise darauf geben und mit Pfeffer, Salz und Zucker würzen. In der Zwischenzeit sollten die Eier hart gekocht sein. Kurz abschrecken, schälen und mit einem Eierschneider in feine Streifen schneiden. Jetzt können alle Zutaten verrührt werden. Bei Bedarf nochmals abschmecken und die Frankfurter grüne Soße ist fertig. Dazu passen Kartoffeln, grobe Bratwurst oder gekochter Tafelspitz vom Rind. Guten Appetit!